Herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wie versprochen, wir stehen hier an der Klippe. Wir haben es geschafft, Bongo Bongo und den Schattentempel abzuschließen. Oder im Prinzip irgendwie abzuschießen. Und ja, wir gehen noch ein paar Items durch. Wie wir es auf die andere Seite kommen. Bomben, alles sinnlos. Ja, na klar, hier. Ich hätte nie wieder drüber steigen. Kann man damit uns hier vielleicht daran festhalten? Ich habe es doch schon gesehen, dass der Punkt rot ist. Oh ja. Wie aus dem Film. Ah. Oh. Kennen wir den nicht vielleicht sogar? Nee. Hat der mich gerade angeschrien? Ich bin Handwerksmeister. Es waren Gerudos, die Brücke zerstört haben. Ich will sie reparieren. Aber meine Leute sind verschwunden. Sie haben gesagt, ihr Job sei öde. Sie wollten lieber in die Gerudo-Festung gehen, um Diebe zu werden. Hey, du. Wenn du schon in die Festung gehst, kannst du herausfinden, was meine Jungs dort tun? Okay. Verzeiht mein harsches Reden. Oh, doch, hier. Bomben, Bomben, garantiert. Ja, Gerudo-Festung, ein paar Typen finden. Okay, sollte jetzt nicht das Problem werden. Wow, weg hier. Was sind die nicht? Was sind denn das sonst für Stände, die mal hochgehen? Ah, und hier ist es auch sehr merkwürdig. Was ist das hier? Steine. Hm. Das sind nur 4 Stück und ist kein Kreis. Na gut, dann doch nicht ganz so verdächtig. Und mal sehen, bestimmt ein Laden. Nein, sein Haus. Hier sitzt noch jemand. Ich bin reisender Rennläufer. Ich habe das ganze Land bereist, um jemanden mit echtem Sportsgeist zu finden. Ich bin hierher gekommen, um durch die Gespensterwüste zu laufen. Aber das war, glaube ich, kein guter Zeitpunkt. Ich wollte zur Hylianischen Steppe zurück, aber die Brücke ist... Naja, das siehst du ja selbst. Jetzt sitze ich hier fest. Ich kann daher auch deine Herausforderung leider noch nicht annehmen. Hihi. gut. Also hilft's nicht nur dem Handwerksmann, wenn wir die Leute da rausholen. Es hilft auch dem anderen. Wenn wir die Leute rausgeholt haben, reparieren die garantiert die Brücke. Und wir laufen einfach mal weiter hier. Also, Wüste, Festung, okay. Aber was kommt jetzt zuerst? Ich bin irritiert. Okay, Festung, gut. Also Leutchen, wo seid ihr? Die arbeiten jetzt hier oder was? Wir sollten vielleicht mal Pfeil und Bogen ausrüsten. Ich ahne es schon, dass die mir nicht gut gesinnt sind. Okay. Das Tor müssen wir nach oben befördern. Ah doch, die hatten wir schon mal. Halt! Bleib, wo du bist! Wait, what? Au! Warum? Weichei! Hinein mit dir! Und halt die Klappe! Warum? Um Himmels Willen! Warum? Ich habe nichts getan, ich habe den Falschen! Ach, wir rösten nochmal die Ocarina aus. Ich mag sie doch so sehr. Hier war doch irgendwo Holz. Holz, Holz, da. Und raus hier. Willst du mich gefangen halten? Ach, die sind das. Okay, von denen darf man sich scheinbar nicht sehen lassen. Okay, lass mal rein hier irgendwo. Ist auch okay. Diebesversteck. Ach ja, genau, die wollten ja Diebe werden. Halt, bleib, wo du bist. Ah, da ist... Ach, das sind doch alles Frauen. Hm. Super. Sehr vielversprechend hier. Also, wenn die mich nicht erwischen, erwische ich mich selbst nochmal, oder was? Wow. Schnell, 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 schnell. Jetzt hier unten mal rein. Als ob ich um die Ecken gucken kann.
Sieht hier jemand? Hier ist alles schön. Hey, Kleiner! Ich meine dich. Schau, hierher, in die Zelle. Okay. Navi, ist es gut? Ich weiß zwar nicht, woher du kommst, aber du musst ganz schön mutig sein, wenn du dich an den Wachen vorbeitraust. Meine anderen Kumpels sind auch irgendwo eingesperrt. Befreie uns bitte alle. Aber sei vorsichtig, hier gibt's jede Menge Gerudo-Wächterinnen. Hey, pass auf. Wow! Wow! Okay, die hat es ganz schön drauf hier. Ah, ich bin auch nicht von schlechten Eltern. Piekst sie einfach in den Rücken? Das kann ich noch 5 Tage noch so machen hier. Wow. Okay. Oh, die hat direkt einen Schlüssel getroppt. Das finde ich nett. So kann das weitergehen. Ja, hab mir schon gedacht, dass der Türen öffnet, die verschlossen sind. Da wäre auch frei, der gute Typ hier. Bist du hier, um mich zu retten? Oh, das ist ja wirklich nett. Ich bin John, der Zimmermann. Wir wollten uns eigentlich den Gerudo-Kriegerinnen anschließen. Aber dann haben sie uns eingesperrt, weil wir Männer sind. Jetzt wollen wir aber lieber wieder heim. Diese Gerudos sind schrecklich ungehobelt. 3 meiner Kumpels sind hier noch eingesperrt. Befreie sie bitte. Jo, kein Ding. Hoffentlich fangen die nicht nochmal. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das sieht voll hübsch aus. Können wir das irgendwie treffen? Nee, ist nur zur Deko da. Okay, gut, gut, gut. Mit den Kissen kann man also auch nichts anfangen. Hm. 3 Kumpels noch. Ich kann hier einfach mal schnell rein. Die sehen mich schon nicht. Also Kissen, hinter denen kann man sich verstecken, ist klar, aber... Was ist das jetzt? Da steht einer. Ah, okay, hier geht's gar nicht lang. Hm? Also gut, dann ändern die scheinbar tatsächlich ihre Wachposten ab und an. Geht's hier lang? Hm. Wow! Guck mal, wie die läuft oder so. Geht in eine Richtung, richtig? Wow, nein! Okay, die hat mich erwischt. Die sind doch nicht so einfach programmiert, von wegen, ja, mal kurz hin und her, sondern, ja, doch, nicht schlecht. Wow, wie lange werden wir hier noch verbleiben? Ich überlege gerade, haben wir... Ja, wir sind hier unten rein, richtig? Dann sind wir hier durch. Schnell rein da. Genau, den haben wir schon befreit, den guten John. Ich kann ja mal gucken, wo die andere hingegangen ist hier von... Ja. Guck mal hier so. Ich so... Ah, da ist sie. Jetzt geht sie wieder. Wow! Okay, also ich glaube, an der kommen wir nicht so einfach vorbei, zumindest. Gut, dann hatten wir das auch erledigt. Das heißt einfach nur vorbeirennen. Ah, wo ist denn das Fenster hin? Oh nein. Das hätte ich besser überlegen sollen vorher. Sehe ich nicht, wo die Lanke läuft. Aber einfach gleich hier rein und gut ist. Oh, das kann ja was werden. Das kann ja echt was werden hier.
Also ich nehme jetzt wieder ein paar Folgen am Stück auf und ja. Ich denke mal, hier danach kommt noch einer, die ich hinten ranhänge und danach müsst ihr mir sagen, ob ihr irgendwas gesehen habt, wo ich am besten mal hingehen sollte. Weil wie gesagt, ihr habt mehr Ahnung als ich von dem Spiel. Und gut, die ist weg. Dann müsst ihr mir auch mal unter die Arme greifen und mir erzählen, was ich eigentlich machen soll hier. Okay. Die steht hier echt eine lange Zeit, wenn sie dann da steht. Ja, tatsächlich, die geht echt nur hin und her und dann guckt sie sich nur ein bisschen um. Ah, nein, nicht doch. Wow. Ach, die merkt das. Ach, du Hilfe. Oh, das war richtig knapp. Das war richtig gut gemacht. Bestimmt dürfen wir dann gleich wieder kämpfen. Das sind hier gleich zwei. Ich würde schon sagen, es wäre schön. Die heben wir uns mal für nach dem Kampf auf. Kommt bestimmt wieder einer. Hey, Kleiner! Dich meine ich! Schau hier, in die Zelle! Ja, sicher, als ob ich dich nicht sehe. Ich weiß zwar nicht, woher du kommst, aber du musst ganz schön mutig sein, wenn du dich hier an den Wachen vorbeitraust. Meine anderen Kumpels sind auch irgendwo eingesperrt. Befreie uns bitte alle. Aber sei vorsichtig, hier gibt's jede Menge Gerudo-Wächterinnen. Hey, pass auf! Wow! Wow! Also, die ist eine von den aggressiven hier. Die anderen sind ja wirklich nur Wächterinnen und schmeißen mich in eine Zelle rein. Die versucht tatsächlich, mich zu töten. Wow. Ich muss sagen, die sehen richtig geil aus. Also, ja, in beiden Sinnen. Au, au, au. Na, komm, 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 trau dich. Ah, das ist hier ein Getanz, echt, das ist unglaublich. Gut. Da hat's ihn hingeschmissen. Ja, öffne verschlossene Türen. Ach, das ist direkt ein Labyrinth. Na gut, das ergibt natürlich Sinn. Jo, hallo. Das ist wirklich nett von dir, Kleiner. Danke für die Rettung. Ich bin Paul, der Zimmermann. Diese Frauen hier machen mir Angst. Ich bleibe lieber weiter Zimmermann, als mich ihnen anzuschließen. Ich kann es kaum erwarten, wieder daheim zu sein. Zwei meiner Kumpels sind noch eingesperrt. Hilfst du ihnen? Sichi. Aber woher weiß er, dass ich John befreit habe? Ist der gute John hier vorbeigekommen? Mann, stell dich doch mal richtig davor hier. Stell dich nicht mehr so. Na gut, dann ja, folgen wir ihm mal unauffällig. Haben wir vielleicht noch ein paar Ausdauertränke, die wir bekommen können? Kommen hier nur Rubine wieder? Nee, geh ich. Ich kann sagen, man sollte nicht einfach so rumrennen hier, aber ach, hier geht's erstmal raus. Okay, hier geht's runter. Ist das... Wo geht's denn hier hin? War das jetzt eine gute Idee, hier runter zu springen? Okay, da ist was, wo ich hin kann. Hier kommt er nicht hoch. Wir gucken nochmal. Wo kann ich jetzt überhaupt raus hier? Ich glaube, wir sind hier unten drunter, wo ich stehe, sind wir erstmal rausgekommen. Ja, was gibt's? In der Wüste war der Gandalf. Ja. Oh, okay, das sieht echt neu aus. Wir gehen noch kurz zurück.
Mal gucken, hier sind wir rausgekommen, richtig? Richtig? Ja, gut. Dann bin ich beruhigt. Weil ich bin hier gerade einfach runtergesprungen, das ist auch nicht so gut. Also können wir hier erstmal rein. Schon gefährlich sieht es hier aus. Die patrouillieren hier zu zweit. Wie es aussieht, wenn ich hier oben bin, sehen die das? Wir müssen da hinten garantiert... Kommen wir mit den Schuhen weiter? Bestimmt, oder? Ich versuche es mal. Na? Okay. Problem ist, wir müssen das machen, wenn die sich hier umdreht. Okay, okay, okay. Und wenn die jetzt sich wegdreht, dann gehen wir wieder rüber. Und verschwinde. Okay. Lief ja ganz gut bisher. Ah, doch. Doch, doch, doch. So geht das. So kann man es aushalten. Hier geht's auch wieder runter. Aha, ist ja schrecklich. Ich muss mal meine Schuhe wechseln. Die passen einfach nicht zu meinem Outfit. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier runter will. Ah, da geht's auch noch mal rein. Ey, das ist ja riesig hier. Okay, gut. Ist das richtig so? Ich wollte gerade sagen, wir sind hier nämlich hergekommen. Und dann können wir hier hoch. Und dann können wir bis nach ganz, ganz drüben laufen. So, hier kamen wir jetzt, glaube ich, her. Können wir wieder hoch? Nein, nicht. Gut, dann gehen wir bis ganz zum Schluss nochmal. Ah, himmlisch. Dann haben wir jetzt, glaube ich, zwei Stellen, an denen wir schon mal vorbeigelaufen sind, wenn ich mich recht entsinne. Da ist eine Kiste. Kiste, Kiste, Kiste. Schaffst du, schaffst du, schaffst du, schaffst du, schaffst du. Und die habt ihr gesagt, soll ich mal ein paar Liedchen spielen, wenn die hier so einfach so grün rumfliegt. Naja, wird sich ja zeigen. Dann werde ich auf jeden Fall Zeldas Wiegenlied ausprobieren und das ist von der Zeit. Wow. Cool. Und erstmal ein ganzes Herzteil mehr bekommen. Auch nicht schlecht. Gut. Hat das jetzt funktioniert? Nein, nicht wirklich, glaube ich. Ja, das ist von der Zeit. Da wird es, glaube ich... Ja, weiß ich nicht. Ja, wenn ihr es hier wisst, wieder einfach in die Kommentare patschen und dann wird es garantiert mir helfen. Ich würde jetzt hier runter, richtig? Wollte ich das? Wollte ich das wirklich? Wah, komm, trau dich. Wo geht's hier hin? Ach, da bin ich immer rausgeschlittert beim ersten Mal. So, hier wollten wir gleich noch rein. Sieht vielversprechend aus. Zumindest nach... Ah, okay, ich wollte gerade sagen. Nach wie kamen wir her? Das ist bekannt. Ja, ja, das wusste ich. Gut. Dann hier runter erstmal. Hey, komm. Ach, da ging es nochmal runter. Ach, erstmal hier rein. Ich sehe hier erstmal... Super! Okay. War ja irgendwie abzusehen. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle hier Schluss. Wir sehen uns, ja, im nächsten Part. Macht's gut!